6000 Gäste und Einheimische ließen sich den Tag der offenen Tür und das 7. Almfest am 27.07.2014 nicht entgehen und nutzten mit viel Freude den freien Eintritt und die gratis Berg- und Talfahrt. Das lang ersehnte Ereignis wurde mit einer informativen Pressekonferenz eröffnet. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen bei uns am Hauser Kaibling. Wir von den Hauser Kaibling Bergbahnen, sprich alle Gesellschaften im Hauser Kaibling, sind sehr stolz und voller Freude, dass das Projekt Ensteralarm, das Liederprojekt Ensteralarm seit 2008 bei uns am Hauser Kaibling ist. Bereits in der Achtergondel fing das Staunen an, denn vor den Augen der Besucher breitet sich ein grünes Tal mit der rundum zauberhaften Bergwelt aus. Ein einzigartiger und unvergesslicher Ausblick. An der ersten Station angekommen, erwartete die kleinen Gäste auch schon ein gratis Eis, Getränk oder Lutscher. Schneekanonen, Pistengeräte, sogar die Werkstatt konnte besichtigt werden. Nicht nur die Kleinen hatten hier ihren Spaß, Fotos zu schießen und alles zu inspizieren, auch die Erwachsenen waren begeistert. Dass unter optimalen Bedingungen innerhalb von nur 3 Tagen der gesamte Berg mit Schnee bedeckt werden kann, erfuhren die Gäste an der Pumpstation. Mit der Vierersesselbahn ging es auch schon weiter zur Bergstation, von wo die Besucher weiterwanderten. Auf ihrem Weg ins Grüne wurden sie von Flugshows begeistert. Die Piloten setzten deren Hubschrauber gekonnt in Szene und weckten somit das Interesse der Besucher. Auf einzelnen Stationen demonstrierte die Bergrettung Bezirksschauübungen mit 40 Mann, wo sie mit Teamgeist, Schnelligkeit und Leistung überzeugten und so den Besuchern einen Einblick in deren Arbeit ermöglichten. Das ist eine Seilbahn von der Bergrettung aufgebaut und das nimmt man her, um Leute aus Schluchten rauszukriegen. Da werden sie vom Boden aufgehoben und mit Hilfe der Seilbahn dann an den Stand gebracht. Der Verletzte wird drüben angehängt und wir müssen ihn jetzt hochziehen, damit dass wir dann wieder herüberziehen können. Und da machen wir immer Seilrolle und da ziehen wir das Tal abwärts, nicht dass der drüben raufgezogen wird. Ich bin auch zuständig, damit dass wir mehr Kraft haben, dass wir mehr Zug haben, mehr Kraft, dass wir den Verletzten, den Retter mit dem Verletzten raufziehen können und wieder auf sicheren Boden bringen können. Ja, ist alles freiwillig bei der Bergrettung und das machen wir unentgeltlich und freiwillig. Natürlich darf die berühmte Schafherde nicht fehlen. Das perfekte Zusammenspiel von Schäfer, Hund und Schafherde konnte beim Schäferwatching beobachtet werden. Lehrreich wurde es bei der geführten Wanderung des Schaferlebnis-Rundweges mit Vegetationsvergleich. Hier sahen die Besucher mit eigenen Augen, welch einen Einfluss eine einzelne Schafherde auf unsere Natur haben kann. Die abenteuerlustigen Gäste hatten die Möglichkeit, zwischen einem phänomenalen Kajak- und Kanu-Erlebnisses am Speicherteich Kaiblingalm oder einem unvergleichbaren Hubschrauber-Rundflug mit einem Blick aufs ganze Geschehen von oben zu wählen.
eine eigene Kindermeile mit Hupfburg, Kinderzelt, Kinderprogramm mit Schminken, Filzen und Basteln sowie Motorikpark ließ die Kinderaugen aufstrahlen und zauberte ein unbezahlbares Lächeln auf die Gesichter der Kleinen. Das Schafdorf befand sich im Bereich Bergstation Tauernseilbahn. Dort wurden die Gäste mit kulinarischen Schmankerln und Schafspezialitäten von steirischen Schaf- und Ziegenzuchtverband, den Hüttenwirten der Krummholzhütte und des Berggasthof Scharfwetter verwöhnt. Was gibt's bei dir heute? Schafbratl, Lammbratl, Bratwürsteln und Burger. Eine Partie dauert 45 Minuten und eingewürzt haben wir halt auch nicht. Es werden circa über die 150 Kilo werden sie sehen. Und viel haben wir aber eh nicht mehr. Hauptsache die Sonne scheint, ist wunderbar. Da lacht die Seele und passt alles. Nee, was isst du da? Ich esse ein steirisches Lammbratl mit Kartoffeln und das schmeckt sehr, sehr gut. Nicht nur genussvolles Essen, sondern auch Musik verbindet Menschen. Für einen Ohrenschmaus sorgten die Musikkapelle Haus, ja, steirisch bitte. Aufgespült und Enstaller Steirerklang. So, wer traut sich aufstehen? Einmal aufstehen! Also ich bin ganz begeistert, was heute hier abläuft, ist einmalig in Österreich, ein Fest auf der Hochalm hier im Hauser Kaibling, ausgelöst von den steirischen Schafbauern, gemeinsam mit dem Tourismus, den Bergbauern und der Gemeinde in Haus. Also das ist ein Zusammenspiel großartiger und tüchtiger Kräfte. Ja, für die Gemeinde ist natürlich so ein Event sehr wichtig, weil es wirtschaftlich doch einen Impuls gibt in der Gemeinde. Wir tun touristisch uns natürlich sehr, sehr gut vermarkten. Da muss man Danke sagen bei der Hauser Kaibling Seilbahn, die mit ihrer Marketingabteilung wirklich tolle Arbeit gemacht hat. Zusammen natürlich mit dem Schafzuchtverband und Tourismusverband und Gemeinde unterstützen. Und so passt es schon in der Gesamtheit. Ja, die Idee ist geboren, dass wir gesagt haben von den Hauser Kaibling Bergbahnen, wir wollen einen Tag der offenen Tür machen, haben dann natürlich so ein erfolgreiches Projekt in Partnerschaft mit den vielen Partnern, mit dem Almlammfest und mit dem Liederprojekt Enstallamm und haben gesagt, verbinden wir da das Ganze, machen das Ganze in einem Tag und präsentieren, deinen Lieblingsskiberg kann man im Sommer erleben, was steckt da hinter den ganzen Aufwand für den Winter, aber auch der Sommer. Sommertourismus wird immer wichtiger, man sieht die ganzen Attraktionen am Berg und wir wollen auch mit diesem Programm und mit diesen Inhalten auch den Sommer am Hauser Kaibling in Zukunft beleben. Ja, die Kulinarik steht für uns im Mittelpunkt. Es gibt bei den Hütten, bei den Ständen überall Lamm- und Schafprodukte von Fleisch, Käse bis zur Wolle. Also alles rund ums Enstallamm. Die Jugendvolkstanzgruppe Freistörner aus Gröbming brachten mit ihren traditionellen Tanzaufführungen frischen Wind in das Nachmittagsprogramm. Ja, es ist beeindruckend, was die auf die Füße gestellt haben, muss ich mal sagen. Überwältigend, wie viele Leute da reingekommen sind. Nein, ist schön. Einmal nicht im Winter, sondern einmal im Sommer auffahren, ist doch mir nicht so leicht. Ja, wir sind ganz überrascht, dass da so viele Leute herum sind. Wir sind zu Fuß von Orch über den Höchstau reingegangen und das ist wunderbar, jetzt nutzen wir die Gelegenheit und fahren mit dem Lift wieder oben. Wunderbar, jedes Jahr ein Highlight im Sommer von den Veranstaltungen hier in der Region. Im Schafdorf gab es nicht nur einzelne Shops, die Süßes von den Bäuerinnen und Souvenirs vom Hauser Kaibling anboten, sondern auch eine attraktive Verlosung mit wertvollen Sachpreisen. Die Vorbereitungen und die Mühe haben sich ausgezahlt. Denn das Almfest wurde ein echter Erfolg. Mit diesem Event wird deutlich demonstriert, dass modern und traditionell, Pistengeräte und Schafe, Skifahren und Wandern keine Gegensätze, sondern gelebte Synergien am Hauser Kaibling sind. Familien, Freunde und aber auch Gäste aller Welt hatten die Möglichkeit, den Hauser Kaibling einmal anders zu erleben. Herrlich sommerlich, in einem frischen Grün, und ohne Skiausrüstung.